meine Hübschen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video dreht sich um meine langen Krallen, um meine Fingernägel. Ich beantworte ein paar Fragen und erkläre euch etwas zu meinen Fingernägeln, warum ich sie so lang habe, warum sie allgemein so sind, ob es meine echten sind oder nicht. Und falls euch dieses Video interessiert, bleibt gerne dran. Vorab, wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann tu das doch jetzt am besten vorher, denn jetzt hast du gerade noch einen kleinen Moment Zeit. Das tust du, indem du unten auf den Abonnier-Button klickst. Wenn du den drückst, dann bekommst du immer Updates von mir. Das bedeutet, immer wenn ich ein Video hochlade, bekommst du sofort die Meldung und kannst es dir anschauen. Und das ja, ist doch sehr gut, oder nicht? Deshalb gebe ich dir jetzt Zeit dazu, das zu tun. Hast du es gemacht? Okay, super. Dann können wir ja mit dem Video anfangen. Also, falls euch dieses Video interessiert und falls ihr mehr über meine Nägel wissen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich das sehe, dass ich dazu mehr Videos drehen kann. Und wir starten jetzt mal. Also zuallererst, ja, das sind meine Nägel. Ich zeige euch die gleich nochmal von Namen. Ich lasse sie mir im Nagelstudio machen. So, ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage, die ich bekommen habe. Und zwar mache ich das hier in meiner Stadt, wo ich wohne. Die Facebook-Seite davon heißt Glimmer Nails. Die poste ich euch auch gerne unten nochmal in der Infobox. Und die machen unglaublich schöne Nägel. Ich glaube, das sind die besten Nägel, die ich bisher gesehen habe. Zu meiner Form. Es gibt ja sehr viele verschiedene Nagelformen, wie man sie feilen kann. Bei mir wurde oft gefragt, ob das Stiletto-Nägel sind. Und Stiletto-Nägel sind diese richtig spitzen Fingernägel. Könnte man bei meinen ja auch schon fast erwarten. Aber das sind keine Stiletto-Nägel. Diese Form nennt sich Mandelform. Das bedeutet, sie sind zwar sehr spitz, aber oben halt, ja, wie soll ich sagen, abgerundet. Genau, abgerundet. Und ja, sowas nennt man die Mandelform. Ansonsten, ich bin einfach verfallen in diese Länge. Also ganz viele sagen so, Gott, wie kannst du damit arbeiten? Du arbeitest doch im Büro. Und nein, vorab, also klar, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man kurze Fingernägel hat, wie es mit langen ist. Und vor allem, wenn man sich dann irgendwelche aus dem Supermarkt so aufklebt, die so richtig lang sind, solche Hexenkrallen, dann ist das sowieso sehr ungewohnt. Aber andersrum frage ich immer die Leute, die mich das fragen, wie kannst du mit so kurzen Nägeln leben? Weil immer, wenn du irgendwo gegenstößt, dann knallst du doch immer gegen deine Haut und das tut doch bestimmt total weh. Und dann sagen die so, hä, nein, und das ist doch gar nicht so. Und ich sage mir halt genauso zu den anderen Leuten immer, nein, das tut nicht weh, das ist einfach so und man kommt damit klar, weil man gewöhnt sich ja an die Fingernägel. Und deshalb hier die Beantwortung meiner zweiten Frage. Ist das nicht ungewohnt, so lange Fingernägel zu haben? Nein, ist es nicht. Man gewöhnt sich halt mit der Zeit dran und vor allem, was mir dann wichtig ist, dass es meine echten Fingernägel sind. Vielleicht glaubt ihr mir es nicht, aber das sind meine echten Fingernägel. Ich habe sie einfach so lang wachsen lassen, nicht jetzt so, okay, ich habe sie mir wachsen lassen und jetzt gehe ich ins Nagelstudio und dabei ist klar, die würden mir abbrechen. Ich habe die einfach jedes Mal beim Nagelstudio-Termin nur ganz, ganz, ganz minimal abfeilen lassen. Und dann behalten sie ja diese Länge, weil die Nägel ja eben rauswachsen und der Nagel darunter auch. Und irgendwann sind sie dann halt so lang geworden wie jetzt. Und ich muss wirklich sagen, ich mag die Länge halt einfach super, super gerne, weil ich mich einfach selber damit wohlfühle. Und ich finde, das ist einfach das Wichtigste von allem. Also klar, ich weiß, sehr vielen Leuten gefallen diese Nägel überhaupt nicht, weil sie so sagen, boah, das sieht so komisch aus. Andere sagen wieder, oh, die sind so schön, ich hätte auch so gern lange Nägel. Aber so ist es doch bei allem. Also hätte ich jetzt braune Haare, würden vielleicht manche sagen, boah, blond steht dir viel besser. Andere würden aber sagen, braune Haare stehen dir viel besser. Das ist einfach Geschmackssache. Und mir gefällt das lange halt sehr gut und deshalb, ja, mag ich das. Wie oft lässt du sie dir überhaupt machen bei so langen Nägeln, ne? Meine Nägel wachsen ziemlich schnell, was sehr schade ist. Es ist ja so, Haare sollen schnell wachsen, Nägel aber nicht, weil Haare bezahlt man ja nicht jeden Monat, dass die dann wieder schön aussehen, sozusagen. Also, aber Nägel, da bezahlt man ja jeden Monat Geld, dass die wieder schön aussehen, weil sie ja irgendwann so schnell rausgewachsen sind. Und ja, ich gehe alle 4 Wochen zum Nagelstudio und lasse mir dort neue Nägel machen. Für mich kostet das meist so um die 30 bis 35 Euro, was ich sehr okay finde. Ich denke mir halt immer so, klar, das ist viel Geld für Nägel machen. Ich könnte mir auch einfach für 2 Euro Nagellack von der Drogerie irgendwie von Essence oder so kaufen und mir damit so oft ich will alle Farben machen. Aber ich denke mir andererseits so, für mich ist Nägel machen schon so eine Sucht geworden. Wenn mir einer abgebrochen ist oder wenn die wieder so weit rausgewachsen sind, dass meine echten Nägel darunter zu sehen sind, fühle ich mich einfach selber nicht wohl und ich bekomme so ein leichtes Kribbeln irgendwie innerlich. Das ist dann so, ja, mir fehlt halt einfach was, mir fehlt dieses Neue und sowas. Und ich habe das Gefühl, das ist leicht zu vergleichen mit Rauchern. Raucher haben ja auch diese Sucht, das zu kaufen und die wissen, dass es eigentlich im Monat so teuer ist, sich neue Zigarettenschachteln zu kaufen. Aber sie machen es trotzdem, weil sie es einfach gut finden, beziehungsweise nicht gut finden, weil aber einfach die Sucht da ist. So, bei mir ist es so, meine Sucht, ich finde es gut, Nägel zu haben. Und meine andere Sucht ist aber einfach, weil ich es brauche. Irgendwie brauche ich dieses Gefühl von Nägeln und das gibt mir so ein,
extra Touch Girly irgendwie noch so ein bisschen. Also ich fühle mich damit so, ah, versteht ihr? Also das soll jetzt gar nicht irgendwie tussihaft klingen. Aber ich fühle mich damit halt einfach besser. So wie andere sich vielleicht Extensions in die Haare machen oder, keine Ahnung, was gibt's denn noch? Zum Beispiel wie andere sich irgendwie künstliche Wimpern richtig draufsetzen lassen, das gibt's ja auch, mache ich mir halt meine Fingernägel. Ja, und ich glaube, das waren schon fast alle Fragen, die ich beantworten wollte. Also wie gesagt, ich zeige euch gleich nochmal meine Nägel im Nahformat. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten. Falls ihr noch mehr Fragen zu meinen Nägeln habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentarbox. Das würde mich sehr interessieren, denn ich rede da sehr gerne drüber. Ich hoffe, du hast mich jetzt abonniert und spätestens tust du das jetzt bitte. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, welche Videowünsche ihr fürs nächste Video habt. Ich habe euch ganz doll lieb, wünsche euch noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Video. Muah.